Simon will Eddie komplett ersetzen. Giga Games Flashbacks. Wir arbeiten auch noch an einem Weg, Eddie irgendwann komplett zu ersetzen, aber der Moderationsschimpanse hat einfach noch zu gute Gags drauf. Den können wir noch nicht nehmen. Den müssen wir noch ein bisschen zurechtstutzen. Da warten hinter dir drei andere. Bereit, dich die Treppe runterzutreten. Ja, es ist wirklich so. Seht ihr den großen Baum da hinten? Ja, ja, seht ihr? Den habe ich nicht gesehen. Den kenne ich schon. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Fantastisch, Vampire Slayer. Wir sind heute ganz witzig drauf. Wir wollten uns eigentlich auch als Vampire verkleiden, aber... Scheiße. Ich hab nicht gelesen, was da stand. Du liest nie. Du hast mir nicht gesagt, wie unser Kind heißen soll. Ist mir eben eingefallen. Geschmocks da draußen. Ich bin Marlon Brando in der Party. Ich will jetzt keine doofen E-Mails mehr haben. Von dem Stress hier? Oh, ich glaube, meine Hose ist gerade gerissen. Das, was wir heute machen, ist definitiv im Herzen eines Maxers als ein ganz geiles Teil einzustufen. Definitiv. Und Simon ist schwul. Und, der macht denk gerade ein lustiges Wortspiel. Achtung, haltet euch fest. Zur Challenge Deva. Ach, Deva. Ja, Etienne, hast du aber einen richtigen Bruder gerissen, oder? Challenge Deva. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unter Druck. Willst du auf die Toilette? Ich kann ruhig weitermachen für dich. If you take Dragon Sword and in German right. It will be Drachenschwert. Right. Yeah, it sounds pretty stupid. Also stellt man den Rechner jetzt auf 8 und oh. Meine Güte, sah das damals beschissen aus. FIFA. Sieht zumindest nach Fußball aus. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das FIFA wäre, dann hätten wir alle ein Problem. Nein, das ist, es ist FIFA 2004. Aber du hast das Glück, dass du endlich mal meine Schweißperlen sehen kannst. Die anderen können das leider nicht, dank der Kameras. Ich habe leider das Pech, dass ich sie auch riechen kann. So. Wie auch immer, auf jeden Fall sind hier auch natürlich wieder Käfiglude dabei. Oder auch ein Käfiglude, endlich. Wir haben ihn uns alle gewünscht. Dieses Ohrstöpsel-Dings, was ihr auch von Agent Smith aus der Matrix kennt, ja, besteht quasi aus zwei Teilen. Wenn ich das jetzt hier reinstecke, dann müsste ich das noch in mein Ohr stecken. Und jetzt kommt, zeig das ruhig mal. Wenn ich das jetzt hier anfasse und in mein Ohr stecke, springt's wieder raus. Sieht man's? Großartig, oder? Und das muss ich jetzt noch eine halbe Stunde machen. Ist das deine Fahrkarte in den himmlischen Frankreich-Himmel? Mehr oder weniger? Na komm. Komm mal. Manchmal wäre ich gerne ein Einzelmoderator. Das ist mein Liebling hier. Den finde ich das am coolsten. Lass es mal. Das ist halt Felix. Oh, hingefallen. Oh. Der ist doch wohl einfach knuddelig in Person. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der von Frauen am meisten gespielte Charakter. Ey, ich finde den aber einfach cool. Ich spucke auf euch. Ja. Ah! Da, die drei Damen, habe ich erst gedacht, hey, Simons Ex-Freundin, alle drei in der Bild-Zeitung. Dann habe ich gesagt, nee, Quatsch, das ist gar nicht die Ex-Freundin, das ist die Ex-Freundin. Prost. Mmh. Edles Tröpfchen. Unglaublich gut, oder? Ja. Wir haben es ja immerhin schon in unsere Klamotten geschafft. Das ist mehr, als ich jeden Morgen voll Arbeit sagen kann. Ich bin der Budi. Ich bin der Eddie. Und gemeinsam sind wir E-Sports. Hat man uns jetzt drauf? Einfach Abstand halten. Einfach Abstand halten. Hervorragend. Und hervorragend, ja. Hervorragend. Aber ich komme mir irgendwie... So langsam werden wir echt zum großen Fernsehen hier. Moin, besten Freund. So, weiter geht's. Und zwar zeige ich euch jetzt als erstes mal die Xbox-Version. Witziger kleiner Mann, der Eddie. Ich finde, er sollte Geld dafür kriegen, Witze im Fernsehen zu machen. Wir zeigen das einfach mal. Ich bin ja total gespannt. Diese kleine Wunderbox ist eine Küche mitsamt Essen. Da drückt man dann hier unten drauf, hier ist so ein Knopf. Garantiert chemisch extrem belastend. Dann erhitzt sich das von alleine und da war Chili con Carne drin. Und hier oben macht man auf, nach voila, nach 10 Minuten ist das Chili dann fertig. Und so lecker sieht es dann noch aus. Bei dem Virus-Alarm, den du hier heute den ganzen Tag veranstaltet hast. Zeig den Leuten mal da draußen, wie du die Nase putzt. Nein, das zeige ich jetzt nicht. Was ich hier alles erdulden muss, sogar meine Art des Naseputzens, ist hier als Ärgernis.
Naja, ich zeig's nachher vielleicht. Fuppes. Was? Fuppes. Fuppes? Kennst du dich Fuppes? Das hier, was ist das? Das sind Nudeln. Das sind Schweinenüdelchen. Das ist bestimmt für Leute, die gerne mal Schweinefleisch essen würden, aber das nicht können, weil sie vegetarisch zum Beispiel veranlagt sind. Der Virus. Geht um, ja. Geht um. Es geht ist um. Unglaublich. Ich glaube, ich gehe gleich mal in die Regie und lache mich tot. Aber da ist es auch nicht witzig, da hinten. Micha, was gibt's heute bei dir? Weiß ich nicht, frag mich doch. Das ist ja, fliegt dir einfach so zu, ne? Ja, ja, ja. Der Verkehr findet immer im Feuchten statt. Glaubst du selber denn, dass Gewalt in Computerspielen sich so auswirkt, dass tatsächlich eine Gefahr besteht, dass der Spieler selbst gewalttätig wird? 30 Schläge in die Fresse, wenn wir jetzt nicht zum Ende kommen. Wo ist das Mädchen? Das Mädchen ist nicht da. Ja, ich muss es aber immer so mit Mädchen nach. Die müssen dann irgendwie Make-up fertig machen und die brauchen eh mal länger. Also Dates mit Mädchen prinzipiell Viertelstunde später kommen. Ich hatte damals echt noch keine Kohle, da war ich noch nicht so reich wie jetzt hier bei Giga, wo ich mir erlauben kann, in 3 Ferraris zur Arbeit zu fahren. Gut, dass ich diesen Ventilator geschenkt bekommen habe. Auch mal ein recht herzliches Dankeschön, denn mir ist richtig, richtig heiß geworden gerade eben. Junge, da war aber einer richtig gut drauf. Nur da ist Wolf in der Regie, der natürlich wieder gar keine Ahnung hat, der sogar David Lynch guckt. Giga Game Studio. Wir nennen den Spaß des Halbes. Arena. Schwein zum Metzger. Ja. Alex, kommst du wieder vorbei? Alex, die haben uns jederzeit auf meinem Schuss. Herzlich willkommen. Länderschutz, ja. Ich weiß noch, mein erstes Spiel, Streets of Rage, ich hab da gesägt, mir ist der Schweiß gelaufen. Und selbst dann haben die gerade so gepasst, sodass du teilweise am Modul das ganze Mega Drive E-Sports. Ich kann so nicht arbeiten, das ist unprofessionell. Wo ist mein Hut? Ich meine, den anderen Hut. Wo ist mein Hut? Das will ich jetzt gar nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Wir haben hier heute diese LAN-Tools, ja. Was hältst du davon? Also, weißt du, es ist ein schwieriges Gebiet. Du musst und zum einen und außerdem halt und dann auch noch zum anderen, verstehst du? Was sehen wir denn jetzt? Wir sehen, wie ein Mann Will Smith nachmacht. Pass mal auf hier. Not your head, the black suit's coming. Not your head, the black suit's coming. Mir kommt so vor, als würden hier gleich tausende von Schmetterlingen durch dieses wunderschöne Studio flattern und einfach meine ganzen Sorgen. Puff, puff. Morgen ist es soweit? Nee, wenn ihr das seht, heute. Nee. Wie? Jetzt ist jetzt. Jetzt ist jetzt. Jetzt ist jetzt. Und wann ist jetzt? Jetzt. 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 Mittwoch, 22 Uhr, ist das, was jetzt passiert. Jetzt. Jetzt. Also das, was ihr jetzt seht, ist jetzt. Und dann Gegenwart. Ja. Vielleicht habt ihr eine kleine Veränderung gemerkt. Das liegt unter anderem auch an Kollege Etienne, der nicht da ist. Und wir deshalb nicht mehr diesen Druck haben. Diesen Druck, uns ständig profilieren zu müssen und ständig andere dissen, das zermürbt einen von innen. Das macht seelisch innerlich kaputt. Ich liebe dieses Teil. Das Problem ist, das Ding wieder auszukriegen. Ja. Einfach wegwerfen. Antworten. Es ist einfach so grandios. Meine Brille ist schief. Snooker, gab es nicht mal irgendwie so einen sehr guten kroatischen Fußballstürmer, Davor Snooker? Die Fußballfans wissen Bescheid. Radioactive Souvenirs. Be careful, be careful. Das ist echtes radioaktives Irgendwas? Oh, ich höre euch halt wirklich auch nie zu, wenn ihr... Jeder, der schon länger zuguckt, weiß natürlich, dass der Felix eine Fressmaschine ist. War mal wieder fleißig und da kommen wir jetzt gleich zu einer lustigen Szene. Beim Regisseur sind, da sind wir jetzt auf dem Filmset. Es handelt sich ja quasi nicht um das wirkliche Psychohaus, sondern um eine komplette Kulisse, die dieser Don, wie er auch immer heißt, dieser Drogenbaron eben aufgebaut hat, weil er ja einen Film dreht. Wir sehen hier PlayStation 1. Ja. Na gut, dafür sind halt auch 4 CDs, ne? Ja gut, aber kostet ja genauso viel wie sonst, also. Naja, 130 Flocken. Ein bisschen scheiße, spielen Sie schon. Ne? Hallo? Achtung, ganz kurz nur und schon wieder. Oh, da war's wieder. Ja. Nehmen die immer so und dann so zwischen zwei Beinen. Ja, das mache ich nicht, aber ich hüpfe mal erst, dann fällt die Kugel irgendwie noch ein paar Mal auf die Bahn, dann rollt sie langsam. Ne? Hast dich gefreut, oder? Ja. Und einer,
dieser Gründe, warum das Studio jetzt New Media Arena heißt, ist unser Teufelskreis. Dann haben wir hier die kompletten Süßigkeiten und nur die Süßigkeiten, die von unserem Tisch sind. Ich habe die Süßigkeiten der anderen Tische da jetzt noch nicht mit einberechnet. Lieber Alex. Lieber Felix. Fällt dir was auf? Wir sind am Ende der Sendung. Fällt dir was anderes auf? Du hast einen Knutfleck im Gesicht. Buffalo Bill ist zurück. Ja, und er friert sich den Arsch ab. Heute der zweite Tag des MotoGP Live Cups. Die Jungs sind schon eingetrudelt, die jetzt heute wieder darum spielen werden, erstens eine Xbox abzuzocken, plus Starterkit, plus zwei Spiele. Mein kleiner Bruder und ich, wir saßen da und wir haben den ganzen Abend gespielt. Ja, das ist geil. Ich habe das auch damals gespielt, aber das ist schon so lange her. Ich freue mich, Weihnachten. Wollen wir, komm, hier, hier, Zeit, ein, wo wir, hier ist ein Petboot. Ja, wie, danke schön. Das ist Erinnerung pur, ey. Ich hab Angst vor diesen übermüdeten, völlig versoffenen Menschen, die alle stinken. Live on tape via Satellit direkt von der Games Convention aus der Vergangenheit hierher gestreamt. Hast du eigentlich da irgendwie so Glitzerzeug in den Wimpern? Nee. Irgendwie sieht das aus. Ja, das ist ein Fussel. Komm doch auf, stoß mal an. Hau rein, ne? Hm? Hau weg. Zum Wohl. Hm. Ich nehme eh sicherheitshalber diese Flasche mit, falls ich wieder Hustenattacken bekomme. Ist auch fun. Ich habe es vorhin schon versucht, Marc zu erklären. Das ist, nein, sag es nicht wieder! Okay. Nee, nicht. Er hat nämlich gesagt, das ist nur eine Zeichnung und das stimmt so gar nicht. Ab morgen esse ich keine Süßigkeiten mehr. Ja, 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 ja. Bin ich so hektisch beim Erzählen? Hampel ich hier zu sehr rum? Tanze ich beim Reden? Quatsch! Gar nicht, wer darauf kommt. Wir sind sozusagen die Optimus Primes des E-Sports. Was heißt das? Ich glaube, du bist ein Gönner. Ich bin echt ein Gönner. Aber jetzt bitte mich nicht zu spammen mit Mails. Ja? Das war eine Ausnahmeaktion. Keine Frau mit Büchern. Hast du? Hast du das gewusst, dass es bei Liberian Girl... Ich dachte auch, das wäre ein Mädchen aus der Bücherei. Natürlich. Ich habe gedacht, das wäre eine mit... Ja. Ach, die so, vielleicht hat er sich verliebt in die Schulbibliothekarin oder so. Das sieht so ein bisschen aus wie... Gewollt, aber nicht gekonnt. Meinst du? So, ja, also ich finde ihn auf jeden Fall viel besser ohne Bart. Das ist ganz falsch gemacht. Und es ist passiert. Ja, Trommelwirbel, wir haben unseren ersten gemeinsamen Praktikanten. Schön. Für den Screen-Fun-Bereich nämlich. Für den Screen-Fun-Bereich. Also all diejenigen, die noch gar nicht reingeguckt haben, wir haben zwei neue Artikel, und zwar von dem Dara. Und da haben wir auch ein Foto dazu. Ja, genau. Ja. Der hat uns ein Foto geschickt, das war sein Bewerbungsfoto. Und das ist Dara. Denn diese Kampagne, für die wir heute ein Fotoshooting gemacht haben, kommt ja erst im November heraus. Jungs, ich habe euch doch gesagt, ihr kommt erst, wenn ich euch rufe. Ja, man hat aber den Eddie doch schon von Anfang an gesehen. Ach so. Simon the Hair, Long Dong Silver. Also an dieser Stelle möchte ich noch nicht so viel erzählen. Wie dem auch Sau. Sau. Ja, ich möchte mich eigentlich nur bedanken bei euch überhaupt für die ganzen Einträge, für die ganzen Aufrufe, die ich ständig gemacht habe und dass ihr die Alex ganz lieb aufgenommen habt und dass ich einfach hoffe, dass es auch so weiterhin bleibt. Aber ich denke mal, ihr seid super Fans, ihr habt uns die ganze Zeit unterstützt, uns beide, die Alex sowieso. Ja. Und ja, und ich finde es großartig, dass ich jetzt auch irgendwie einen riesengroßen polnischen Fanclub habe. Das wusste ich gar nicht. Haben wir gerade gesehen. Ganz viele tolle polnische, nette Sätze geschrieben. Also nochmal danke an euch zu Hause und alle anderen, die heute Abend natürlich auch wieder mir den Abend über fleißig E-Mails geschickt haben. Faules Stück. Aber wir küssen jetzt, so komm. Oh, da war's wieder. Ja.